Boah, traurige Veranstaltung in Passau, also kulinarisch gesehen, ne? Heute hat CSU richtig ernst gemacht mit dem Fasten. Ist eine christliche Partei. Ja, schon, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, auf der ganzen Geschichte nichts mehr Gescheites zum Fressen. Was meinst du, wenn ich da war? Früher war das anders, da hat es geheißen Schweinsbraten statt Sozialismus. Und jetzt kannst du noch wählen zwischen Kassemi und was hat es noch gegeben? Fischsemi. Ja, das ist doch nichts. Nicht einmal ein gescheites Hartz-IV-Carpaccio hat es gegeben. Was? Ein Hartz-IV-Carpaccio, ein Wurstsalat. Das verstehst du nicht, das ist ein ganz ausgeklügeltes Marketingkonzept, steckt da, was dahinter steckt. Mhm, genau, Marketingkonzept. Gottfried, ein Kassbrot, das weißt du doch selber, das ist keine Unterlage. Jetzt stell dir vor, dass, wenn die in der Halle kriegen, eine Nudelsuppe, einen Schweinsbraten, einen Kaiserschmarrn, was ist denn dann? Na ja, dann kannst du locker 3-4 Maß vertragen. Genau, und dann wirkt das Bier nicht mehr. Und wenn das Bier nicht mehr wirkt bei den Leuten, dann verstehen sie die Politik von der CSU nicht. Und was kommt raus? 50 minus X. Ja, darum hat wahrscheinlich auch der Erwin Huber absichtlich die Landesbank kaputt gemacht, damit die CSU schneller die Krise anrichtet bei uns. Weil wenn es eine Krise gibt, dann haben die Leute nichts mehr zum Beißen und das Bier haut direkt in den Schädel rein. Und so kommt die CSU über 5%-Klausel. Das hat zumindest 50 Jahre lang funktioniert. Ja, das klingt schon plausibel, aber früher waren es irgendwie, ja, ich weiß, früher waren es brutaler irgendwie. Ja. Ja, du kannst ja doch mit einem Kassbrot nicht mehr sicher sein, dass das klappt, dieses Bierkonzept. Ja. Du müsstest heute müsstest ganz was anderes. Heute müsstest du nicht kein Kassbrot und ein Fischsemmel hinstellen, sondern einen Himbeerjoghurt mit einem Sauerkraut, einen Löffel Hustensaft und dann ein Maß Starkbier drauf. Was meinst du, wie das wirkt? Darum hat sie die CSU so lange gehalten, weil die hohen Funktionäre das jeden Tag als Frühstücksmüsli gekriegt haben. Bloß am Stäuber hat es natürlich erst Knack gebrochen, weil er kein Bier im Maß gehabt hat, sondern einen Kamillentee. Schau, der Entzug der Unterlage, das ist ein super Konzept. Aber es hat natürlich einen großen Nachteil. Was? Es ist ein bisschen provinziell. Du musst doch an die Globalisierung denken. Die CSU wird expandieren müssen. Und wo kriegst du dann eine Zweidrittelmehrheit mit dieser Methode in Saudi-Arabien?